Herzlich willkommen zu diesem Dead Space Let's Play auf Weebly Games for You. Ich bin Rektalin und jetzt geht das auch schon los. Ist ja eigentlich Quatsch, dass der Schrei da eben war. Weiß ja niemand da. Wer soll denn da geschrien haben? Das muss ja im Kopf hier gewesen sein. Irgendwas, was wir uns vorgestellt haben. Welcome to the land of the Taschenlamp. Pausenraum, ja, perfekt. Aber trotzdem müssen auch... Oh, was ist denn das jetzt hier? Im Jahr irgendwas. Weit entfernt von unserer Zeit. Okkulte Symbole auf dem Boden. Ja, super. Braucht man ja auch heutzutage. Eine Aufnahme? Ah. Muss wohl dieser Marker sein, den Sie gefunden haben. Ich wusste es. Dieser Marker. Er ist das Symbol der Unitology-Kirche. Wusste nicht, dass du gläubig bist, Isaac. Meine Mutter war es. Aber wenn Sie das auf einem anderen Planeten gefunden haben, was bedeutet das? Dass Unitology recht hat? Unitology ist Schwachsinn. Vergiss es. Okay, Moment. Also diese Kirche hat ein Symbol, das gab es aber schon bevor die diesen Marker gefunden haben. Oh. Das ist schwierig. Unitology, okay. Okay, können wir jetzt letzten Endes ja dann insofern abhaken, als dass die in Zusammenhang mit besagten Marker quasi gegründet worden sind. Nee. Egal. Will man sich mit so einer Religion wirklich beschäftigen, ist die nächste Frage. Da muss ich für mich tatsächlich beantworten. Nö. Moment, was ist das? Elektrische Anlagen? Bla bla bla. Meint, da hätte noch irgendwas mit Lagerraum oder so gestanden. Das ist doch sowas, was explodieren kann. Wo werden Sachen gebraucht, die explodieren können? Natürlich hier, wo potenzielle Gefahr drohen kann. Sagen wir es mal so vereinfacht. Hallo, Mister, um die Ecke. Ja, ja, ja. Ach, das ist das. Ja, prima. Gut. Macht es jetzt nicht besser? Hier ist doch irgendein Kram. Ja, naja, okay. Ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte ihm normal eine vor die Gusch schauen, aber naja, egal. Nur einmal Munition geopfert. Wir haben ja nicht so viel davon, was soll der Geiz? Nee, Leute, wisst ihr was? Wir nutzen jetzt doch diesen komischen Laser, sage ich jetzt mal. Ausrüsten. Und zwar auf dem Flammengedöns. Primärfeuer und der Cutter. Wir gehen aber trotzdem noch hier auf unser Sägeblatt. Ist da eine Ex? Ne, der lebt noch, ne? Lebt auch noch. Jetzt ist er ein bisschen tot.
Und drüber, 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 drüber. Oh shit. Das ist ja geil. Hätte ich es benutzen sollen, wahrscheinlich nicht. Oh, wow. Finde ich jetzt mal spontan irgendwie ein bisschen geil. Gegenstände verkaufen. Ja, holla, nicht mit mir. Moment, aber hier muss doch irgendwie irgendwas sein, warum wir überhaupt hier sind. Das muss doch irgendwas irgendeinen Sinn ergeben. Ah, Herrgott. Das bin ich gut, ne? Das jetzt auch mal oh, von hinten auch oder was? Jawohl, ihr Arschköpfe. Nee, ich will jetzt nicht sterben. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wofür geben die mir denn überhaupt Medpacks, ey? Wofür? Ich bin ja auch so ein Honk, ey. Ich denke immer nicht über Stase nach. Wie geil ich das jetzt hätte mit Stase lösen können. Ich meine, ich brauch's eh nicht, aber ich gehe mal hin. Das noch? What? Was war denn jetzt los, bitte? Ich dachte, der wäre tot. Warum ist er denn noch gelebt? Wie kann das denn jetzt sein, ey? Oh, Mann. Egal, nicht drüber nachdenken. Nicht darüber nachdenken. Ja toll, mein Hirn ist natürlich wieder ein Sieb. Ich habe total verpeilt. Ich weiß nicht mal wann, wo was kommt. Ich glaube um die nächste Ecke oder was kommt dann da irgendwie. Einer von den Oschis. Oh. Okay, den haben wir bekommen. Nachladen. Hier machen wir gleich dann Stase, wenn wir da um die Ecke kommen. Drauf gewämmt. Ich wollte was anderes sagen, aber passt. Weil da lassen wir uns gar nicht erst jetzt hier vollballern, aber schön mit Grillen und so. Ja, schön macht man hier. Seid ihr tot? Freunde, seid ihr tot? Die sind, ja, könnte man so sagen. Oh ja, dich habe ich vergessen. Das habe ich doch eben gerade erst gesagt, ne? Findest du nicht so gut, oder? Gut. Das kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Boah. Warte mal. Haben wir nichts mehr. Da habe ich auch zu lange gebraucht. Jetzt warten wir noch mal fix. Nee, nee, nee. Bevor wir warten, wir probieren
den hier aus, den Laserstrahlwämser, nenne ich ihn jetzt mal. Hier nochmal fix die Stase aufladen. Wir sollten natürlich auch den Laserstrahlwämser auswählen. Okay, das hat jetzt mal gut geklappt. Oh shit. Okay, das hat geklappt. Ich hatte gerade einen Gedanken, lass mich den mal kurz wieder fassen. Und zwar folgendes. Jetzt haben wir ja gerade mal gesehen, dass dieser Kerl war kein Boss. Damit ist die eine Frage aus der letzten Folge auf jeden Fall beantwortet. War das ein Zwischenboss? Nein, war er nicht. Und insofern, als dass er das nicht war, können wir uns schon mal drauf... Oh, was ist denn das für ein Tentakel-Scheiß dahin? Ich habe doch schon wieder irgendwas gesehen, was irgendwie nicht so geil ist. Ja. Ja. Das ist ja eine Aussicht. Verlockendst. Man ja gleich Bock und sagt, oh ja. Von dir lasse ich jetzt auch mal die Schädeldecke tätscheln. Nicht. Oder Moment, ah, das ist gar kein... Ach Leute, hier voll die Entwarnung. Müssen wir gar keine Angst haben. Ist nur wild gewordenes, rumspackendes Kabelgedöns. Da können wir doch bestimmt hier wieder so ein bisschen entschmacken. Ja, können wir, na klar können wir das, hallo. Wir sind professionelle Rum-Action-Macher. Okay, ich sehe eine Energieumleitung von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge. Das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das ARS. Ja, okay, aber wo soll denn das System jetzt sein, bitte? Oh Mann, jetzt kommen wieder irgendwelche Bobse. Das muss sein, immer so. Jetzt aber nochmal zu meiner Theorie. Hier ist hinten so ein Meteorit oder Asteroid oder wie auch immer man die Dinger jetzt nennt. Durch die Decke gestürzt. Kann sein, dass der Riesenkerl mit sowas gekommen ist. Okay, aber hier gibt es keinen Strom. Ergo auch keine Blitze mehr aus der Decke. Oh, Kisten. Jawohl. Kiste. Ich bin schon wieder voll drin. Ich habe total flauen Magen und so. Gibt's überhaupt gar nicht. Letztens noch getönt. Oh, ja, gar keine Angst. Aber ja, voll. Voll. Okay, hier, Freunde, was... Vielleicht ist dadurch die Tür aufgegangen. Aber hier war noch mal irgendwas mit so einem Explosionsgedöns. Egal, hier kommen wir nicht rum. Das war der Pausenraum. Isaac, ich habe die medizinischen Berichte der Ishimura geknackt. Das ist wie in einem verdammten Horrorfilm. Diese Dinger wandeln totes Gewebe um. Einige von ihnen infizieren Leichen, die anderen... Machen mehr Leichen zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. Totes Gewebe? The fuck? Aber wie soll denn das gehen, totes Gewebe? Kann totes Gewebe wachsen? Muss es nicht vorher irgendwie lebendig gewesen sein?
Und wo müssen wir überhaupt hin? Fragen über Fragen. Ein System, sagte der Herr. Können wir denn die Etage ändern? Können wir das überhaupt? Doch da mit Dreieck. Wir müssen auf Etage 4, um dann zu Etage 5 zu kommen. Klingt nach einem Plan. Und da ist auch gleich bei Etage 4 anscheinend etwas... Hä? Okay, vergesst, was ich gedacht oder gesagt habe. Es macht null Sinn. Ist okay. Ist okay. Kein Stress. Immer wieder das gleiche Spiel im Aufzug. Welche Tür geht auf? Links, rechts, alternativ, vorne, hinten. Man weiß es nicht. Hier geht's auf. Okay. So, aber jetzt nochmal kurz... Ach ja, bin ich jetzt kein Freund von dir, kannst du mal so einfach mal, hast du noch Freunde mitgebracht, da hast du das, hier kriegst du auch. Arsch, ey. Himmel. Was war das? Wo kommen die denn her? Okay. Ich weiß, hier vorne ist ein Speicherpunkt. Den werden wir jetzt nutzen. Keine Stase mehr. Ich glaube, ich nehme so einen Stase-Pack. Ja. Bin nämlich mittlerweile ein großer Freund davon. Okay, das haben wir schon mal. Kurz auf die Karte gucken, weil wir hier irgendwo war hier was zum Einkaufen. Oder bin ich dann hier? Hier ist ein Store. Und hier ist eine Bank. Und wir hatten. Ja, okay, wir gehen jetzt erstmal zur Bank. Nee, wir gehen erst einkaufen, weil da können wir eventuell noch was Cooles kaufen. Ja, genau, prima. Ja. Auch tatsächlich das, worauf ich spekuliert habe. Noch einen Knoten. Super Symmetriestrahl. Was ist das alles für ein Kram? Geliertes Hydrazin? Flammenwerfer-Upgrade. Ripper-Upgrade. Impulsgewehr-Upgrade. Was ist das hier? Plasma-Cutter-Upgrade. Ja, kaufe ich das? Hallo? Cool. Nee, warte. Doch, doch, ist cool. Aber letzten Endes wollte ich ja eigentlich... Habe ich das gekauft? Nicht verkaufen, ne? Inventar, gut. Ja, okay, gut. Jetzt war ich kurz echt irritiert. Weil ich will ja eigentlich den Upgrade-Pfad weitergehen bezüglich... Was ist das hier überhaupt? Das war gerade... Achso, das haben wir gerade erst gekauft. Was haben wir im Lager? Die Anzüge. Nochmal, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich wollen wir ja den Weg über den Anzug gehen. Haben wir den schon mal? Nee, ist der, den wir anhaben. Klassisches. Ja, machen wir den mal, ne? Immer mal was Neues. Ja, doch, der hat schon was. Mit dieser Kupferoptik, das ist schon eine coole Angelegenheit. Brauchen wir noch was? Ich halt, Moment.
können wir irgendwie noch die 2600 auftreiben. Wir könnten die Flammenwerfer-Munition verkaufen. Die Frage ist, macht das Sinn? Nein, wir haben einen Knoten, das soll uns jetzt erstmal reichen. Damit können wir die Stasedauer erhöhen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass uns mehr Munition einen besseren Dienst erweisen wird. Okay, jetzt gucken wir mal beim Plasma-Cutter. Was gibt es jetzt hier Neues? Wir könnten noch mehr Schaden. Und was ist SP1? Wärmespeicher, okay. Ja, Leute, wir machen jetzt hier einen Schaden mehr. Dann haben wir schon 180 Punkte. Und machen hier bei der Stase die Dauer 1 länger. Und dann haben wir was Gutes aus beiden Welten. Wir haben, ich sag jetzt mal, einen defensiven Perk und haben mit dem Mehrschaden ja auch eindeutig dem offensiven Department zuzuordnenden Perk oder Skill gewählt. So, jetzt speichern wir mal ab. Irgendwie die letzten drei Speicher.